反对送中恶法，反对送中恶法。Ihr habt es bestimmt in den Berichten der letzten Wochen, Monate und Jahre gesehen. Menschenrechte sind weltweit absolut keine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns in der Vergangenheit mit Menschen getroffen, die sich für die Menschenrechte und für freie, demokratische Wahlen einsetzen. Menschen wie Joshua Wong oder Svetlana Tichanowskaja. Ich bin Güde Jensen. Und ich bin Renata Alt und heute klären wir auf, was wirklich hinter den Mythen und Vorurteilen zu den Menschenrechtsverletzungen steht. Jetzt bei Die Bank. Mythos Nummer 1. Deutschland hat doch sowieso keinen Einfluss, was anderswo passiert. Deutschland hat mit seiner Außenpolitik und der Friedensmission sich die Aufgabe gesetzt, nicht zuletzt im Grundgesetz, Artikel 24, ein System gegenseitiger Sicherheit herzustellen. Es gibt unterschiedliche Mechanismen, wie wir das erreichen können. Da fängt es meistens an mit dem klassischen Einbestellen eines Botschafters einer anderen Regierung, um deutlich zu machen, wir passen genau auf, wir haben ein Auge auf die Situation in eurem Land und wir haben auch ein Wörtchen mitzureden, denn es geht alle an, wenn Menschenrechte verletzt werden, wenn Völkerrecht gebrochen wird. Deutschland ist auch Mitglied in der Europäischen Union. Wir sind in der Mitte Europas zu Hause. Wir sind ein starkes wirtschaftliches Land und haben deswegen auch einiges mitzureden, wenn es darum geht, Menschenrechte international, europäisch, aber auch national zu verteidigen. Und gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, dass wir in einer Allianz mit gemeinsamen liberalen Demokratien weltweit, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt, dafür Sorge tragen, dass Menschen, die verantwortlich sind für Menschenrechtsverletzungen weltweit, auch zur Verantwortung gezogen werden und zum Teil mit Sanktionen belegt werden, und zwar schon frühzeitig. Das ist etwas, was wir auf europäischer Ebene beispielsweise tun können, und zwar genau die Personen, die verantwortlich sind, auch zu sanktionieren. Beispielsweise mit dem Einfrieren ihrer Vermögenswerte, die sie im Ausland haben. Beispielsweise mit Einreiseverboten in die Europäische Union. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht als Bundesrepublik einzelne kleine Maßnahmen verabschieden, sondern auf europäischer Ebene dafür werben, weil dann ein viel, viel größeres Gebiet betroffen ist und meistens auch die Machthaber, um die es da geht, sehr, sehr empfindlich reagieren, wenn es an ihre persönliche Freiheit geht und sie ihr Geld nicht mehr in Paris oder London beim Shoppen ausgeben können, sondern daran gehindert werden, weil sie diejenigen sind, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und das ist die Essenz, um die es geht. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verspricht jeder und jedem in der Welt, gleiche Rechte, gleiche Freiheiten einfordern zu können und leben zu können. Und dafür machen wir uns stark. Mythos Nummer 2. Die Deklaration der Menschenrechte ist sowieso nur eine Absichtserklärung. Alle Bürger, also auch ihr, haben die Möglichkeit, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu klagen, wenn gegen Völkerrecht verstoßen wurde und in eigenem Land alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gehört zu Europarat. Seine Urteile sind bindend und zwingen viele Regierungen dazu, die eigene Gesetzgebung entsprechend zu ändern, so dass dann diese Urteile auch Gültigkeit haben. So wurde beispielsweise ein Kolumnist, der auf Malta Politiker kritisierte, verurteilt und mit einer Geldstrafe belegt. Und nach dem Urteil des EGMR musste Malta im Jahr 2018 das Mediengesetz ändern. So wurde das Recht auf freie Meinungsäußerung damit gestärkt. Darüber hinaus gibt es die Europäische Bürgerbeauftragte, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und der Europäische Gerichtshof, vielen besser bekannt als EuGH. Vor allen drei können die Mitgliedsländer der Europäischen Union zur Rechenschaft gezogen werden. Infos zum Prozess und zu anderen Quellen findet ihr in unserer Videobeschreibung. Mythos Nummer 3. Wir sollten uns nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die internationale Staatengemeinschaft darauf geeinigt, dass es wichtig ist, zukünftig individuelle Rechte zu haben. Und zwar die jeder und jede in der Welt einklagen kann und einfordern kann. Das bedeutet, mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben wir erstmals eine Resolution auf UN-Ebene, die sich auf die gleiche Ebene stellt wie ein souveräner Staat. Aber Menschen können einfordern, dass ihre individuellen Rechte genauso viel wert sind und eigentlich über dem Einfluss des Staates steht. Weil sie auf Augenhöhe sind, ergibt sich zum Beispiel auch etwas wie das völkerrechtliche Prinzip von der Responsibility to Protect.
Und dann gibt es souveräne Staaten, die ihre Bevölkerung stellen und deswegen die Weltgemeinschaft, zum Beispiel auch die NATO, wie die Ukraine oder Litauen das in den vergangenen Wochen getan haben, um Hilfe bitten. Auf der anderen Seite gibt es Staaten, die ihre eigene Bevölkerung drangsalieren, Journalisten einsperren, weil sie ihre Arbeit machen und unabhängig berichten, Politikerinnen und Politiker, die der Opposition angehören, verhaften lassen, weil sie zu kritisch mit der Regierung ins Gericht gehen, oder auch NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die die Lage in dem Land kritisch begleiten und auch mal den Finger in die Wunde legen. All das, das können wir auch unterstützen, indem wir zum Beispiel Parlamentarierinnen und Parlamentarier unterstützen. Denn es mag klein klingen, aber wir haben hier die Sicherheit, über alles sprechen zu können, was wir wollen. Und diese Medienöffentlichkeit, die müssen wir nutzen und die können wir nutzen, um die Menschen zu schützen, die sich eben öffentlich deutlich schwieriger äußern können. Und nun ist es ein gerne verwendetes Argument, vor allen Dingen von Autokratien, dass man sich bitte nicht in ihre inneren Angelegenheiten einmischen solle. Es ist aber keine innere Angelegenheit dieses Staates, wenn über 1 Million Uigurinnen und Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang interniert werden. Es ist im Raum, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit passieren. Und dann geht es die gesamte Staatengemeinschaft an. Es ist auch keine innere Angelegenheit, wenn die Menschen in Hongkong auf die Straße gehen für das Versprechen, was völkerrechtlich festgelegt und vertraglich festgelegt ist, ein Land, zwei Systeme, also bestimmte Freiheitsrechte in Hongkong leben zu dürfen. Dann müssen wir intervenieren und dann stehen wir an der Seite der Zivilgesellschaft in Hongkong, die das einfordert, was schon lange Vertrag ist. Fun Fact: Ein chinesischer Gelehrter hat maßgeblich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mitgeschrieben. Das heißt, es ist auch kein westliches Konstrukt, wie China immer behauptet, sondern es ist eine Angelegenheit der Weltgemeinschaft. Und das werden wir immer wieder betonen. Ich finde es beschämend, dass Kanzlerin Merkel und der Außenminister Maas so lange geschwiegen haben und nicht kapiert haben, dass jetzt Geschichte geschrieben wird und was alles an der EU-Grenze passiert. Mi Navashya Staranye, Mi Swami. Ihr seht, Freiheit bedeutet auch immer Verantwortung, die nicht an den Ländergrenzen endet. Deshalb setzen wir uns als Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag dafür ein, Freiheit und Menschenrechte weltweit zu stärken. Und deshalb haben wir uns schon in der vergangenen Legislatur dafür stark gemacht, dass es endlich einen Mechanismus geben muss, der Menschenrechtsverletzungen ahndet. Und das ist dank uns jetzt auf europäischer Ebene endlich möglich. Und dieser Mechanismus, dieser Sanktionsmechanismus, der wird sehr effektiv, vor allen Dingen in den letzten Tagen und Wochen eingesetzt. Weiter machen wir uns in den kulturellen und akademischen Austausch in diversen Programmen stark. Der eine oder die eine waren sicher schon Stipendiaten bei Erasmus Plus oder Promos oder werden es noch sein. Und wir werden weiterhin an der Seite von Oppositionellen wie Joshua Wong oder Svetlana Tichanowskaja stehen und ihnen eine Bühne geben, für ihre Belange einzutreten. Und wir werden weiterhin an der Seite der Menschen in der Ukraine stehen. Euch hat die Folge gefallen? Dann schaut doch gerne mal rein in weitere Folgen von Die Bank, zum Beispiel über das Grundgesetz, zur Rente oder zu den Aktien. Natürlich kommen weitere Folgen. Schaut rein oder abonniert den Kanal.